Lobe den Herrn, den mächtigen König der Herren. Lob ihn, o Seele, vereint mit den himmlischen Chören. Komme zu Hof, Psalter und Hoffe, wacht auf, lasse den Lobgesang hören. Lobe den Herrn, der alles so herrlich regiert, der dich auf Adelers Fittichen sicher geführt, der dich erhöht, wie es dir selber gefällt. Hast du nicht dieses verspürt? Gesegneten Sonntag allen. Ich hoffe, es hat nicht zu sehr gescheppert. Ich habe kein Mikrofon leider. Und ich sehe gerade, das Video ist ein bisschen dunkel. Ich konnte es jetzt auch nicht heller machen, warum auch immer. Ich weiß es nicht. Bin auch auf Instagram, falls ihr das Evangelium hören wollt. Ich kann auch noch mal den Link dazu in den Kommentar reintun. Ich habe heute den Liebesflammenrosenkranz rausgesucht und ich möchte da ein bisschen was drüber erzählen. Es ist leider die Seite wieder, hat sich wieder geschlossen. Ich muss noch mal raussuchen. Dauert einen Moment. Und dann kann ich euch gleich was mir dazu sagen. Ich weiß es leider nicht auswendig. Ich habe auch noch nicht so oft gebetet. Ich glaube nur einmal. Und zu diesem Liebesflammenrosenkranz. Und zwar wurde diese Botschaft an die Elisabeth Kindelmann verkündet. Und sie war ein Werkzeug Gottes. Und diese Frau wollte zuerst ins Kloster gehen, aber das blieb ihr verwehrt. So habe ich das jetzt verstanden. Ich scroll mal ganz kurz durch, um euch das Wichtigste dazu zu sagen. Ja, also die Sendung von Elisabeth begann an einem schmerzhaften Freitag 1962. Während ihrer Sühnestunde hörte sie in der Tiefe ihrer Seele die schluchzende Stimme der Mutter Gottes. Ich gebe euch einen Lichtstrahl in die Hand. Es ist die Flamme der Liebe meines Herzens. Meine Tochter, nimm diese Flamme, die ich zuerst dir überreiche. Zünde damit dein Herz an und gib sie weiter. Diese gnadenvolle Flamme, die ich euch aus meinem Herzen gab, soll von Herz zu Herz gehen und alle Herzen im ganzen Land entzünden. Das wird das große Wunder sein, dessen Licht Satan verblendet. In diesen Worten bekundet sich Ursprung und Zweck der Liebesflamme.
Ja, also dieser Liebesflammenrosenkranz, ja Maria, ist ja diese unbefleckte, also sie ist ja heilig. Wir dürfen Fürbitte zu ihr halten. Und sie hat eine ziemlich große Macht. Sie ist die Mutter Gottes und ja, hier heißt es Satan, ich sage der Böse, der ja in dieser Welt, ja, Fürst dieser Welt ist, er ist ja der Vater der Lüge und die Mutter Gottes ja, ist ja im Heilplan Gottes und der Böse fürchtet sich vor Maria, weil sie ein menschliches Wesen ihn besiegt hat. Sie hat ihr Ja gegeben. Und dadurch, durch Jesus Christus sind wir errettet, aber unsere Mutter ist ja die Mutter Kirche auch und sie nimmt uns unter ihren Schutzmantel. Und dieser Liebesflammenrosenkranz ist also auch praktisch wie eine Waffe, kann man sich das vorstellen, dass wir auch wie so einen Schutz durch diesen Rosenkranz haben. Und wenn ihr wollt, könnt ihr euch auch mal so einen Rosenkranz besorgen. Ich kann euch auch noch mal die Anleitung dazu in den Kommentar reintun, dass ihr auch mal wisst, wie sowas funktioniert und das selbst mal ausprobieren. Also ich sehe es auch wie so eine Meditation. Man gibt ja auch viel da rein, also man kann seine Gedanken, was einen belasten, auch reingeben. Und ja, das, was in Gottes Reich geschieht, das können wir ja jetzt noch nicht sehen. Das ist eine unsichtbare Kraft. Wir wissen ja, wir haben ja auch einen Schutzengel. Und durch das Gebet können wir schon einiges bewirken. Und ich möchte dann mal anfangen. Ich möchte auch für den Frieden beten und für alle, die jetzt in Trauer sind oder traurig sind, die vielleicht Hilfe brauchen oder ja, gebe ich jetzt alles in diesen Liebesflammenrosenkranz rein, dass uns unsere Mutter Gottes schützt unter ihren, dass sie uns unter ihren Schutzmantel nimmt. Ja, ich bete für den Frieden, für das Klima, dass wir jetzt nicht so sehr unter der Hitze leiden müssen. Und ja, dass noch viele zu Christus finden und ihr Ja geben zu Jesus, dass er unser Retter ist. Und das ist er ja auch. Und darum bitte ich jetzt in diesem Rosenkranz. Zu Ehren der heiligen fünf Wunden unseres Erlösers machen wir nacheinander fünfmal das Kreuzzeichen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Beim Kreuz beginnt man immer mit dem Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern
und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der in uns den Glauben vermehre. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßt seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der in uns die Hoffnung stärke. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßt seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der in uns die Liebe entzünde. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle und führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Schmerzvolles und unbeflecktes Herz, Maria, bitte für uns, die wir unsere Zuflucht zu dir nehmen. Amen. Ich bitte auch für Israel, für die USA, für Europa, Italien, Frankreich, für China. Ja, dass die Menschen dort nicht noch mehr in die Enge getrieben werden. Ich bitte auch darum, dass wir das Mahlzeichen nicht annehmen werden, dass wir uns vor diesem Supercomputer, der auch The Beast heißt, dass wir uns da nicht in die Enge treiben lassen. Und darum bitte ich um Frieden für die Menschen. Bitte nimm uns unter deinen Schutzmantel, heilige Maria, Mutter Gottes. Gegrüßt seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt in der Stunde unseres Todes. Gegrüßt seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt in der Stunde unseres Todes. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Gegrüßt seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Gegrüßt seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Gegrüßt seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens.
Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt in der Stunde unseres Todes. Gegrüßt seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder jetzt in der Stunde unseres Todes. Gegrüßt seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder jetzt in der Stunde unseres Todes. Gegrüßt seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt in der Stunde unseres Todes. Gegrüßt seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Mutter Gottes, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Schmerzvolles und unbeflecktes Herz, Maria, bitte für uns, die wir unsere Zuflucht zu dir nehmen. Amen. Wir bitten dich, heilige Maria, Mutter Gottes, komm uns zur Hilfe, bring uns den Frieden. Hilf uns gegen Hungersnöten. Hilf uns, dass wir geschützt bleiben vor den finsteren Mächten, die versuchen, uns in die Enge zu treiben. Vor der Mainstream, die uns versucht, in die Irre zu führen. Und bewahre die Jugendlichen vor diesen Spielen und was es noch alles so gibt im Netz, vor allem die jungen Menschen auch, und dass sie sich nicht in die Irre führen lassen. Gegrüßt seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Gegrüßt seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt in der Stunde unseres Todes. Gegrüßt seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt in der Stunde unseres Todes. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt in der Stunde unseres Todes.
Gegrüßt seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Gegrüßt seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt in der Stunde unseres Todes. Gegrüßt seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt in der Stunde unseres Todes. Gegrüßt seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt in der Stunde unseres Todes. Gegrüßt seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder jetzt in der Stunde unseres Todes. Gegrüßt seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder jetzt in der Stunde unseres Todes. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Mutter Gottes, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Schmerzvolles und unbeflecktes Herz, Maria, bitte für uns, die wir unsere Zuflucht zu dir nehmen. Amen. Wir bitten dich, heilige Mutter Gottes, um Fürbitte. Die Preise steigen, es gibt da und dort Hungersnöte. Der Feind dieser Welt versucht, China in die Enge zu treiben. Er möchte uns das Mahlzeichen aufdrücken, er möchte uns zu Sklaven machen, zu Robotern. Und wir sind keine Maschinen, wir wollen auch keine Maschinen werden. Wir möchten auch nicht über die sozialen Medien zu Sklaven gemacht werden. Und hilf, dass es Vorbilder gibt im Netz, die den Jugendlichen etwas Positives mitgeben. Und dass sie nicht zu Alkohol und Drogen verführt werden. Dass sie ihre Eltern achten und ehren und dass sie sich nicht in die Enge treiben lassen, dass sie dass die Familie geschützt ist, dass die Kinder geschützt sind. Wir bitten dich, hilf uns, nimm uns unter deinen Schutzmantel, bitte. Gegrüßt seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens.
Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder jetzt in der Stunde unseres Todes. Gegrüßt seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt in der Stunde unseres Todes. Gegrüßt seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Gegrüßt seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder jetzt in der Stunde unseres Todes. Gegrüßt seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder jetzt in der Stunde unseres Todes. Gegrüßt seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder jetzt in der Stunde unseres Todes. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Gegrüßt seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Gegrüßt seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Gegrüßt seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit. Und in Ewigkeit. Amen. Mutter Gottes, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Schmerzvolles und unbeflecktes Herz, Marie, bitte für uns, die wir unsere Zuflucht zu dir nehmen. Amen. Ich bitte dich, heilige Maria, Mutter Gottes, heiliger Josef, ich bitte euch um Fürbitte, dass der Supercomputer, der sich The Beast nennt, also das Tier, und es versucht uns zu Sklaven zu machen,
und zu Robotern, dass diese Medien uns nicht die Familien zerstören, dass die Familien wieder zusammen beten, sich zusammensetzen und sich nicht von diesen Medien zu sehr beeinflussen lassen. Denn dieser Fürst der Welt versucht noch viele Seelen für sich zu gewinnen, aber wir gehören zu Jesus. Wir bitten dich, heilige Maria, Mutter Gottes, hilf, dass die Menschen nicht in die Irre geführt werden. Nimm uns unter deinen Schutzmantel. Gegrüßt seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßt seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt in der Stunde unseres Todes. Gegrüßt seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Gegrüßt seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt in der Stunde unseres Todes. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Gegrüßt seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt in der Stunde unseres Todes. Gegrüßt seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt in der Stunde unseres Todes. Gegrüßt seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Gegrüßt seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt in der Stunde unseres Todes. Gegrüßt seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.
Mutter Gottes, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Schmerzvolles und unbeflecktes Herz, Marie, bitte für uns, die wir unsere Zuflucht zu dir nehmen. Amen. Wir bitten dich, heilige Maria, Mutter Gottes, schütze uns vor den Mächten der Finsternis und bewahre uns vor dieser Chippung, vor diesem Zeichen, vor dieser Markierung. Es ist alles markiert, die Kleidung, die Ware, die Tiere. Und ja, der Feind versucht uns in die Enge zu treiben. Bitte hilf, dass wir nicht uns ganz diesen technischen Hilfsmitteln, Smartphone und so, total hingeben und dass dieser Feind uns nicht in die Irre führen kann. Wir wissen, der Antichrist wird auftauchen, sobald die Braut von Jesus, also Jesus ist der Bräutigam, hinweggenommen wird. Und ich bitte dich, heilige Maria, Mutter Gottes, hilf, dass die Familien nicht zerstört werden, dass sie geschützt sind vor allen Gefahren. Einen Moment. Gegrüßt seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Gegrüßt seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt in der Stunde unseres Todes. Gegrüßt seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Gegrüßt seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Gegrüßt seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes.
Gegrüßt seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Gegrüßt seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Gegrüßt seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Gegrüßt seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Gegrüßt seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Mutter Gottes, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. So, ich habe jetzt gerade nochmal dran gedacht, an die, ist mir jetzt gerade eben eingefallen, diese Waldbrände. Ja, das wollte ich auch nochmal sagen, dass ich die heilige Maria, Mutter Gottes und den heiligen Josef um Fürbitte bitte, und auch den heiligen Erzengel Michael, dass er uns vor Waldbränden schützt, jetzt gerade in der Hitze. Und was mir auch wichtig wäre, ich habe eine Hummel gefunden und auch einen Schmetterling, der war so ein klein bisschen zerquetscht. Ja, die Hummel war tot, ich habe sie mit Haut nach Haus genommen, habe ihr ein bisschen mit dem Wattestäbchen was zu trinken gegeben, aber ich weiß nicht, am nächsten Tag war sie weg. Keine Ahnung, wie das passieren konnte. Sie sah wirklich tot aus. Und der Schmetterling war nächsten Tag auch weg. Vielleicht ist er tatsächlich wieder weggeflogen. Sein Flügel war kaputt ein bisschen. Und ja, mein Anliegen ist einfach, dass man ein Schälchen, so ein Tonschälchen, Untersetzer gibt es ja zu kaufen, dass man sowas in den Vorgarten stellt für die Artenvielfalt. Bienen, ja, Wespen brauchen ja auch Wasser und ja, vor allem auch die Hummeln. Es gibt auch Hummelhäuser, dass man ja sowas in den Vorgarten stellt, wenigstens Wasser, wenn man sowas hat und immer wieder auffüllt, weil die Tiere, ja, die Schmetterlinge und so weiter, die brauchen ja auch Wasser. Und wenn es jetzt so trocken ist, wäre es wirklich dringend notwendig, ja, dass die Tiere nicht drunter leiden. Und auch die Vögel brauchen Wasser und die Igel, also bei uns gibt es auch Igel. Ja, vielleicht hat der ein oder andere noch so einen Tonuntersetzer, wo er Wasser reinfüllen kann. Das wäre natürlich toll. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Ja, also wer sich mal die Mühe machen möchte, solch einen Liebesflammenrosenkranz zu beten, also ich denke, da passieren ganz viele gute Dinge, wenn viele solche Rosenkränze beten würden, weil die haben wirklich, es ist wie eine Waffe, das hat man ja auch im Krieg gesehen damals, dass Kriegsgefangene oder ja, Menschen überhaupt gebetet haben und es hat wirklich wahre Wunder manchmal gewirkt. Da gibt es ja einige Geschichten darüber. Und ihr findet, also ich mache euch den Link mal in den Kommentar rein, dann könnt ihr euch das ja mal angucken. Und diese Rosenkränze gibt es auch im Netz bei Vivat oder vielleicht habt ihr in der Nähe eine Kirche, wo es sowas gibt. Also in einer katholischen Kirche gibt es vielleicht mal so einen Pastoralreferenten oder ja, vielleicht findet ihr eine Möglichkeit, euch sowas zu besorgen oder man kann den auch selbst basteln und einfach mal probieren, mitbeten und da gibt es ganz tolle Anleitungen dazu, wo man mit dem Mauszeiger gerade an diesen Rosenkranz im Netz, also der wird auf dem Bild angezeigt und dann kann man das einfach mal versuchen zu beten. Das ist wirklich ja wie eine Meditation und man braucht Geduld. Also ich wurde auch zu diesem Rosenkranz rangeführt. Ich habe da nie Interesse dran gehabt, bis meine Geschwister mir den geschenkt haben und das hat eine Weile gedauert, bis ich da mich beschäftigt habe. Also da haben sie ein paar Mal was gesagt darüber und auch andere hat mir auch noch mal jemanden Rosenkranz geschenkt. Und dann dachte ich, ja, jetzt fang ich einfach mal an zu beten und versuch das mal. Jetzt haben mir so viele Leute von diesem Rosenkranz erzählt und so fing das bei mir an. Ja, vielleicht habt ihr die Geduld und die Muße, euch damit mal zu beschäftigen. Und das Gebet, ja, bewirkt schon einiges. Das wissen wir ja aus der Heiligen Schrift. Betet ohne Unterlass, sagt Jesus. Und ja, Glaube versetzt Berge. Natürlich, wir brauchen den Glauben daran. Und ich glaube fest daran, dass wir im Gebet ja etwas verändern können in dieser Welt auch, dass es wirklich Engel gibt und alles, die heilige Maria, Mutter Gottes und so viele Heilige hat die Kirche, die wir um Fürbitte bitten dürfen. Und ja, da wünsche ich euch viel Erfolg dabei und ja, habt noch eine gute Nacht. Träumt was Schönes, schlaft gut und bis bald dann mal.